Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensvideo im Kurs Betriebliche Gesundheitsförderung. Mein Name ist Anja Rathgeb, ich habe an der FH Wien Diätologie studiert und ich habe selbst schon viele berufliche Erfahrungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung sammeln dürfen. Außerdem betreue ich diesen Kurs seit vielen, vielen Monaten mit viel Freude. Auch diesen Monat gab es wieder einige spannende Themen, die teilweise von euch aufgebracht wurden, wo ich mir dann gedacht habe, super, das muss eigentlich der ganze Kurs mitbekommen. Das reicht nicht, wenn das nur so ein kleines Forumsthema ist. Und dann auch wieder andere wichtige Ereignisse im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Also das erste Thema ist einmal, wie kann eine Führungskraft aktiv dazu beitragen, dass die Gesundheit gefördert wird? Außerdem, und das ist ein Thema, das ich im Kurs kennenlernen durfte, möchte ich euch das Unternehmen Modern Health vorstellen. Des Weiteren gibt es einen neuen Leitfaden zum gesundheitsförderlichen Homeoffice, auf den ich kurz eingehen möchte. Ganz entscheidend ist auch ein Artikel, den ich im Internet gefunden habe, der auf die Herausforderungen der betrieblichen Gesundheitsförderung in der neuen hybriden Arbeitswelt eingeht. Und abschließend gibt es wie immer ein Best Practice. Diesmal schauen wir uns große Autohäuser wie Daimler, VW und BMW an. Also was kann eine Führungskraft denn nun tun, um die Gesundheit aktiv zu fördern? Einerseits, und das ist für viele das Offensichtlichste, ist das wirklich der Arbeitsplatz, dieser möglichst gut ausgestattet ist, dass der ergonomisch gestaltet ist. Das kann jetzt bedeuten, dass es Stehtische gibt. Es gibt auch das schaut aus wie so kleine Regale, die man auf den Tisch stellen kann, um mit wenig Kostenaufwand jeden Mitarbeiter zu ermöglichen, seinen Schreibtisch auch als Stehtisch zu verwenden. Etwas teurer sind dann natürlich diese Gehtische, also die unterm Tisch ein Laufband haben. Aber auch passende Stühle, Bälle etc. sind wichtig. Außerdem sollte man Belastung und Druck reduzieren und sozusagen auch die Warnsignale der Mitarbeiterinnen erkennen. Das kann jetzt einfach zum Beispiel bedeuten, indem man sagt, keine E-Mails dürfen am Abend beantwortet werden. Und da ist natürlich auch wichtig, dass keine E-Mails von Führungskräften am Abend geschickt werden. Aber auch Mitarbeitergespräche können dabei helfen, Belastungen und Druck zu identifizieren. Und das geht natürlich nur mit einer möglichst offenen Firma- und Kommunikationskultur, wo Mitarbeiter auch das Vertrauen haben und so etwas auch ansprechen können. Außerdem ist es wichtig, Mitarbeiterinnen in schwierigen Phasen zu begleiten. Das kann man jetzt natürlich nicht unbedingt der Führungskraft selber zutrauen, schon allein, weil das vielleicht von der Hierarchie und von nicht dafür geeignet ist, ganz geschweige denn von der Ausbildung der Führungskraft. Und da ist natürlich wichtig, dass es einen Mental Health Focus im Unternehmen gibt, dass das nicht stigmatisiert wird und dass dafür Apps, Coaches etc. angeboten werden, im Idealfall auf einer anonymen Basis. Dann natürlich ganz klassisch, dass man sportliche Aktivitäten für das ganze Team plant, die natürlich körperlich gut tun, den Kopf frei bekommen, aber auch das Team, die Teamzusammengehörigkeit stärken. Außerdem soll man den Stressabbau bei den Mitarbeiterinnen fördern. Entschuldigung, das gehört jetzt zu den sportlichen Aktivitäten. Also die fördern den Stressabbau bei den Mitarbeiterinnen und fördern den Teamgeist. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch Wertschätzung und Lob. Also nicht immer nur sagen, wenn etwas schlecht gelaufen ist, damit jeder Angst hat, damit der Druck steigt, der Perfektionismus größer wird, die Unzufriedenheit. Nein, sondern auch wirklich mal immer die Zeit nehmen, um hervorzuheben, was besonders gut gelaufen ist. Und weil wir auch hier schon diesen Mental Health Focus erwähnt haben, möchte ich eben dieses eine Unternehmen vorstellen, das ich auch noch nicht kannte, das eine Kollegin im Forum beschrieben hat. Und ich habe mir das dann angesehen und finde das sehr, sehr spannend. Ein amerikanisches Unternehmen, das sich eben auf die psychische Gesundheit in der Arbeitswelt spezialisiert hat und als Ziel gesetzt hat, dass man da eben ganz offen drüber redet, dass sie entstigmatisiert wird und dass es eben Programme für Angestellte gibt, die für sie maßgeschneidert sind. Wie funktionieren sie? Also wie ist der Ablauf? Wenn man teilnimmt als Unternehmer, dann bekommen die Angestellten einen Fragebogen. Derzeit ist das, glaube ich, nur auf Englisch, ich bin mir nicht sicher, auf Englisch und noch einer zweiten Sprache, aber auf jeden Fall nicht Deutsch erhältlich. Aber auf jeden Fall ist das ein klinisch validiertes Self-Assessment, um einfach besonders viel über diese Teilnehmerinnen, also in dem Fall die Mitarbeiterinnen, zu erfahren. Das ist natürlich anonym, also es wird nicht an die
an die Vorgesetzten oder ans Unternehmen weitergeleitet. Und dann gibt es maßgeschneiderte Self-Care-Empfehlungen, die dann wirklich eben in Form eines personalisierten Plans zusammengestellt werden, dass dann sozusagen Teilnehmerinnen individuelle Ziele bekommen, dass ihnen gesunde Rituale vorgeschlagen werden, beispielsweise zur Burnout-Prävention, dass es auch ganz, ganz spannend ist, dass zum Beispiel auch Einzel- und Gruppencoachings, dass einfach da ein perfektes Programm zusammengeschneidert wird. Und das ist dann eben, wie es auch hier steht, prinzipiell digital. Es gibt Gruppengespräche, es gibt 1-zu-1-Coaching und Therapie, je nachdem, was eben bei diesem Self-Assessment herauskommt und was dann ideal für diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin passt. Wie gesagt, das ist derzeit noch nicht auf Deutsch erhältlich, aber es gibt auch in Österreich und in Deutschland Unternehmen, die sich diesem Thema annehmen, wie zum Beispiel Self-Therapy, Insta-Help, MindDoc etc. Dann ein ganz ein wichtiges Thema, nämlich die betriebliche Gesundheitsförderung in der hybriden Arbeitswelt. Und da ist es wichtig, dass die betriebliche Gesundheitsförderung, auch wenn wir jetzt schon die Pandemie recht gut überstanden haben, aber trotzdem gehört die BGF zu den großen Verlierern der Pandemie. Jetzt könnten natürlich manche sagen, nein, das stimmt so nicht. Bei uns ist da eigentlich total viel im Unternehmen angeboten worden. Das glaube ich, dass es immer wieder solche tollen Vorreiter gibt. Aber im Großen und Ganzen haben schon die betriebliche Gesundheitsförderung sehr darunter gelitten, dass es Kontaktbeschränkungen gab und dass manche Maßnahmen einfach gestrichen wurden und das nicht wirklich nach einem Ersatz gesucht wurde. Und dass aber auch teilweise die digitalen Ersatzlösungen nicht das Gleiche waren. Wenn jemand alleine vom Laptop geturnt hat, war das vielleicht anders als in einer Gruppe. Es wurden aber gleichzeitig die Herausforderungen mehr. Es gab mehr Stress, Ängste, Depressionen, Suchtprobleme, Einsamkeit, aber auch häusliche Gewalt, Existenzängste, Kurzarbeit, Mehrfachbelastungen, weil zum Beispiel gleichzeitig die Kinder betreut werden mussten. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt, wo uns die Covid-Pandemie so ein bisschen gezeigt hat, dass das Homeoffice gut funktioniert. Also dass auch Arbeitgeberinnen, die davor überhaupt kein offenes Ohr für Homeoffice hatten, auf einmal offen dafür sind. Oder auch zum Beispiel erkannt haben, was für ein Potenzial das bringt, weil man zum Beispiel auch Angestellte aus anderen Bundesländern haben kann, die vielleicht besser qualifiziert sind als jemand, der direkt ums Eck verfügbar wäre, aber eben man muss ihm ein Homeoffice ermöglichen. Gleichzeitig gibt es eben hybrides Arbeiten, also weil eben oft Angestellte Gefallen am Homeoffice gefunden haben, dass jetzt angeboten wird, dass teilweise zu Hause gearbeitet werden kann. Und es gibt jetzt 4 Thesen bzw. Theorien, die zeigen, welche Anforderungen diese neuen hybriden Arbeitswelten mit sich bringen. Und das ist eben, dass die Gesundheit im Betrieb modifizierte Regeln benötigt. Und das bezieht sich jetzt natürlich nicht auf uns oder auch nicht auf Arbeitgeberinnen, sondern tatsächlich auf die Regierung, auf die Gesetzgebung, auf den Arbeitnehmerschutz, dass hier neue Gesetze erstellt werden und geprüft werden. Also da fällt mir jetzt beispielsweise ein, dass ein Homeoffice bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen muss. Also dass es zum Beispiel einen bestimmten Arbeitsplatz, einen Monitor etc. gibt für die Angestellten. Außerdem ist es auch wichtig, dass das Mindset irgendwie in Einklang gebracht wird zwischen Mitarbeiterinnen und Arbeitgeberinnen. Weil oft ist es so, dass zum Beispiel Mitarbeiter gerne ins Homeoffice gehen würden, aber Arbeitgeber das eigentlich nicht mögen oder umgekehrt. Und da ist es ganz wichtig, dass hier eben auch eine offene Kommunikation herrscht und dort, wo es möglich ist, eben vielleicht Kompromisse gefunden werden, weil sonst kann das natürlich dazu führen, dass Mitarbeiterinnen demotiviert sind und den Job wechseln. Außerdem ist es ganz entscheidend, dass in den letzten 1,5 bis 2 Jahren diese neuen Arbeitsbedingungen einfach sehr viele andere wichtige Themen in den Hintergrund gedrängt haben, weil alles hat sich nur mehr darum gedreht, wie können wir jetzt mit Mitarbeitern im Homeoffice umgehen? Was können wir denen jetzt bieten? Wie ist dieses hybride Arbeiten vom Personalwesen her zu managen? Und jetzt sollte man aber wieder sich schon darauf fokussieren, dass diese klassischen Themen wie Stressmanagement, Sport, Ernährung etc. wieder mehr in den Fokus der BGF rutschen. Außerdem
ist es natürlich eine attraktive Möglichkeit, hybrides Arbeiten auszuweiten, also dass man flexiblere und attraktive Arbeitsmodelle erstellt und dass man die vor allem möglichst auf außerhalb auch von der Bürotätigkeit anbietet. Also dass es vielleicht, es gibt Arbeitsbereiche, da geht das nicht. Also jemand, der im Supermarkt arbeitet oder im Krankenhaus vielleicht, oder vielleicht jemand, der also ein Handwerker ist, da geht das vielleicht nicht. Aber dass man auf anderen Bereichen, mir fallen jetzt zum Beispiel die Lehrer ein, dass man hier auch Möglichkeiten schafft, um zu sagen, okay, einmal in der Woche kann man hier trotzdem im Homeoffice arbeiten. Und um hier auch auszuhelfen, gibt es einen neuen Leitfaden für gesundheitsförderliches Homeoffice. Da ist es eben ganz wichtig, dass aktuelle Studien belegen, dass es positive und negative Auswirkungen der Arbeit im Homeoffice gibt auf die körperliche, mentale und soziale Gesundheit. Und dass es eben natürlich entscheidend ist, um hier richtige Maßnahmen zu setzen, dass man diese positiven und negativen Auswirkungen identifizieren und analysieren muss und daraus resultierend dann praktische Tipps und Strategien entwickeln sollte. Das hat eben der Fonds Gesundes Österreich getan und hat einen neuen Leitfaden für die Schaffung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen im Homeoffice erstellt. Und den verlinke ich euch auch, also den könnt ihr euch gerne dann in Ruhe durchlesen. Und abschließend kommen wir wieder zu einem Best-Practice-Beispiel. Und da ist ganz spannend, das Ziel, das hatten wir heute ja auch schon so ähnlich, ist hier einfach mal nach Feierabend ist auch wirklich Schluss. Und der Ansatz ist eben, dass vor allem interessanterweise, dass man den richtigen Umgang mit E-Mails erlernen soll. Weil gerade in Zeiten, wo das Mobiltelefon wirklich immer und überall dabei ist, ist es wirklich einfach auch das Gefühl zu haben, dass man ständig verfügbar sein muss. Und so hat beispielsweise Daimler E-Mails während der Urlaubszeit oder auch am Abend und am Wochenende verboten und in der Urlaubszeit geht man sozusagen so hart vor, die werden automatisch gelöscht und die Person, die die E-Mail geschickt hat, bekommt eine Antwort, in der steht, dass die Person XY im Urlaub ist, dass dieses E-Mail nicht weitergeleitet wird, dass es auch tatsächlich gelöscht wird und dass bei dringenden Fragen man sich an die Person XY wenden kann. Volkswagen macht es wiederum so, dass 30 Minuten nach Dienstende keine Weiterleitung von E-Mails auf das Diensthandy funktioniert. Das ist einfach eine technische Unterbrechung und 30 Minuten vor Dienstbeginn wird diese Verbindung wieder hergestellt. Ganz spannend ist aber, dass es zum Beispiel für CEOs und für Führungsmitarbeiterinnen nicht gilt. Da wird sozusagen angenommen, dass wer in dieser Position ist und ein so gutes Gehalt bekommt, der sollte auch immer erreichbar sein. Was denkt ihr darüber? Also vielleicht habt ihr ja dazu eine Meinung, die ihr mir gerne im Forum mitteilen möchtet. BMEW hat wiederum das Recht auf Unerreichbarkeit in seinen Statuten eingearbeitet und aber dann auch gleichzeitig gesagt, das ist halt nicht immer möglich. Also wenn jemand zum Beispiel am Abend dann noch E-Mails beantwortet und dann kann diese mobile Arbeitszeit als Dienstzeit gerechnet werden und eben auch später in Form von Zeitausgleich genutzt werden. Finde ich eigentlich sehr schön. Welches dieser drei Modelle gefällt denn dir am besten und welche Ideen hättest du noch, um das Thema nach Feierabend ist auch wirklich Schluss umzusetzen. Wie gesagt, verrate mir deine Antworten gerne im Forum in Form eines Beitrags oder auch unter dem Wissensvideo. Ich freue mich sehr, dass wir wieder so ein schönes Video miteinander hatten und ich hoffe, du konntest einiges Neues lernen und ich freue mich schon auf deine nächsten Fragen und bis bald. Tschüss.